Jo, ein Hallihallöchen, hier ist euer Winnie mit World of Warships Legends, ein Schiffsvorstellungsgameplay zu der Z39, zu den Premium-Zerstörer von den Deutschen. Ihr seht, sie schaut sehr schick aus, macht auch relativ viel Spaß. Sie hat einen Nachteil und das ist hinten der Turm. Wenn ihr eindreht, ja, ihr müsst fast volle Breitseite zeigen, um mit allen Türmen gleichzeitig zu schießen. Also, das ist nicht so gut. Ja, ich würde sagen, wir gucken uns mal die Mods an, was wir verbaut haben. Ich habe eingebaut Zielsystem Mod Nummer 1, Streuung der Hauptbatterie minus 7%, Drehgeschwindigkeit der Torpedowerfer plus 20%, Feuerreichweite der Sekundärbatterie plus 5% und Streuung der Sekundärbatterie minus 5%. Als zweites habe ich eingebaut Antrieb Mod Nummer 2, Zeit bis volle Leistung beim Beschleunigen erreicht wird minus 50%. Und als drittes habe ich Tarnungsmod 1 drin, Erkennbarkeitsreichweite minus 10%, Streuung des Beschuss plus 5%. Und dann gehen wir schon zur Ausrüstung. Wir haben Sprenggranaten dabei, wir haben panzerbrechende Granaten dabei und Torpedos. Ja, dann natürlich Verbrauchsmaterialien, Schadensbegrenzungsteam, Wirkungsdauer des Verbrauchsmaterials 5 Sekunden, Ladezeit 40 Sekunden, Nebelerzeuger, Wirkungsdauer des Verbrauchsmaterials 20,8 Sekunden, Dauer der Nebelwand 71,7 Sekunden, und Ladezeit 231,3 Sekunden. Anzahl des Verbrauchsmaterials 2. Dann haben wir Motorboost, Höchstgeschwindigkeit plus 8%, Wirkungsdauer des Verbrauchsmaterials 126 Sekunden, Ladezeit 171 Sekunden, Anzahl des Verbrauchsmaterials 3. Und zum Schluss haben wir Sonar. Wie üblich bei den Deutschen, Ordnung von Torpedos 3,5 Kilometer und Ordnung von Schiffen 5 Kilometer. Wirkungsdauer des Verbrauchsmaterials 100 Sekunden, eine Nachladezeit von 180 Sekunden. Anzahl des Verbrauchsmaterials 2. Und natürlich die Premium-Tarnung. Ja, gehen wir zu den Werten. Überleben 27 Punkte. Ihr seht, sie hat überhaupt nicht so viel Leben. Trefferpunkte 18.620. Eine Panzerung von 6 bis 30 mm. Artillerie hat sie 33 Punkte. Hauptbatterie 2x1 150 mm und 1x2 150 mm. Eine Feuerreichweite von 10,4 km. Ladezeit 8,3 Sekunden. Dauer für 180 Grad Kehre 22,5 Sekunden. Der Sprenggranatenhöchstschaden ist 2200 und hat eine Brandwahrscheinlichkeit von 12%. AP-Granatenhöchstschaden sind 3700. Torpedos hat sie 23 Punkte. Sie hat Vierlingsrohre 2x4 533 mm. Eine Ladezeit von 73,8 Sekunden. Dauer für 180 Grad Kehre 6 Sekunden. Der Höchstschaden beträgt 14.400. Torpedoerkennbarkeit zu See 1,3 Kilometer und Torpedoreichweite 8,5 Kilometer und Torpedogeschwindigkeit 69 Knoten. Manövrierbarkeit hat sie 80, Höchstgeschwindigkeit 36 Knoten, Wenderadius 670 Meter, Ruderstellzeit 4,5 Sekunden. Tarnung hat sie 99, Erkennbarkeit zu Wasser 5,2 Kilometer, Erkennbarkeit zu Luft 2,7 Kilometer, garantierte Erkennbarkeitsreichweite 2 Kilometer und Erkennbarkeit beim Feuern im Nebel 2,9 Kilometer. Und zur Übersicht C, überdurchschnittliche Basis-TP, schwere Geschütze, dieses Schiff ist mit großkalibrigen Hauptgeschützen bewaffnet. Sichtbar, unterdurchschnittliche Verborgenheit, das Schiff ist für Gegner eher sichtbar. Das letzte
Schwesterschiff des Zerstörers Z23 gehörte zu einer Schiffsserie, die nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs kielgelegt wurde. Typ 1936A Mod. Okay. Trug 150 mm Geschütze zwischen 1944 und 1945. Wurde das Schiff mit deutlich stärkerer Flugabwehr nachgerüstet, dafür musste jedoch die Hälfte der Hauptgeschütze des Schiffs ausgebaut werden. In Dienst gestellt 1943, Schiff in einer Serie 15. Also man kann hieraus schon mal schließen, dass sie auf jeden Fall eine ziemlich gute Flugabwehr hat. Leider gibt es die Werte nicht mehr und ich hoffe eigentlich, dass so schnell wie möglich die Werte wieder reinkommen. Und dass es endlich losgeht mit die Träger, weil dann kann man vielleicht sagen, dann ist sie besser in der Flugabwehr. Ne, wenn man dann die Werte hat, kann man da auch noch ein bisschen damit nachgucken. Aber so von der Hauptbatterie her finde ich sie tatsächlich jetzt nicht so gut gegen andere Zerstörer. Überhaupt nicht. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir uns noch den Kapitän an. Ich habe Maximilian von Spee drauf. Er hat die Basisfähigkeit Morgennebel. Ladezeit Nebelerzeuger minus 3,6%. Als Inspiration habe ich den britischen Kapitän Reginald. Ladezeit der Torpedowerfer minus 1,95%. Risiko eines Ausfalls des Steuergetriebes minus 19,5%. Und R-Spay Zerstörererkennbarkeit minus 5,4%. Dann die Fähigkeit Nummer 1 ist Unterwasserprojekt, Ladezeit der Torpedowerfer minus 12%, Torpedogeschwindigkeit plus 4 Knoten, Ladezeit der Hauptgeschütze des Zerstörers plus 10%. Dann haben wir als zweites Talent zerbrechliche Bedrohung, Zerstörererkennbarkeit minus 5%, maximale TP minus 5%. Als drittes wieder vorrätig, Ladezeit der Torpedowerfer minus 4%. Und als viertes Nebel über dem Wasser, Dauer der Nebelwand plus 4%, Wirkungsdauer des Nebelerzeugers plus 4%. Und als legendäre Fähigkeit, ich will Tempo, Ladezeit Motorboost minus 5%, Dauer des Motorboosts plus 5% und Ladung Motorboost plus 1. Ja, das dazu und ich würde sagen, wir stechen dann mal mit diesem schönen Schiffchen in See und ihr werdet halt sehen, dass sie so von der Hauptbatterie, finde ich sie persönlich jetzt nicht so. Es gibt da um weitaus bessere Schiffe, aber was halt mit Torpedos angeht, ist sie auf jeden Fall nicht verkehrt. So, ich würde sagen, kurze Rede, langer Sinn, auf geht der Peter. Jo, ich spiele die Z39 mehr auf Torpedos, anstatt auf Hauptbatterie. Die Hauptbatterie ist jetzt nicht so gut. Vor allen Dingen ist der hinterste Turm, seht ihr auch. Ihr müsst jetzt zum Beispiel sieht man es, ihr müsst immer fast volle Breitseite fahren, um mit allen drei Türmen gleichzeitig zu schießen, das nervt extrem ab. Also, ich will jetzt nicht sagen, ich kann sie nicht empfehlen. Die Z39, das ist auf jeden Fall ein nices Schiff. Sie hat auf jeden Fall ordentlich schnelle Torpedos, machen auch sehr gut Schaden. Also, ist auf jeden Fall schon ein ziemlich nices Teil. Ist halt auch so ein bisschen mehr so Torberino. Ich meine, umso größer die Torps, also umso weiter die Torps gehen, umso eine größere Öffnung ist in den Torpabständen zwischendrin. Also da kann ein Schiff dann schon noch mal durchschimmern. Da müsste man dann gucken, dass man die wirklich schön versetzt macht, so dass da keine Zwischenluft weiter ist.
Aber schön in Nebelwände reintoben, mit Sonar arbeiten und Nebelwand arbeiten, dann funktioniert das schon. Halt trotzdem immer ein bisschen aufpassen und trotzdem auch mit Sprenggranaten weiterhin auf Zerstörer schießen und mit AP auf Kreuzer. Ihr könnt auch ab und zu mal zwischendrin auf jeden Fall mal mit AP versuchen, auf den Zerstörer zu drücken. Ich finde halt den Schaden ziemlich, also ja, schon recht low. Aber dafür hat sie halt auch wieder eine etwas bessere Luftabwehr. Wie gesagt, Deutschen haben allgemein verbessertes Sonar. Da ist die Reichweite der Erkennbarkeit erhöht. Und können dann halt, wenn ihr in der Nebelwand steht, extrem gut rauskugeln, so dass der Gegner euch halt eben nicht seht, wenn ihr in der Nebelwand drin seid. Das ist halt der Vorteil. Und da haben wir mal ein bisschen besser gedrückt an Damage. Aber so müsst ihr halt dann ungefähr die Deutschen spielen, die halt, sag ich mal, dass ihr in der Nebelwand schießt, Sonar anmacht und dann rausfeuern. Dann holt man halt auch den Damage, der halt Verlust ist, dadurch die Hauptbatterie nun mal nicht so toll ist wie bei einem Amerikaner. Da holt man das dann mit der Nebelwand wieder raus, wenn man in der Nebelwand drin steht. Aber die Turps sind halt schon hart. Also die merkt man auf jeden Fall, wenn die ankommen, die sind noch nicht gerade langsam. Das merkt man schon, wenn die geflitzt kommen. Jetzt nehmen wir auf jeden Fall B ein. Die Leon muss man auch ein wenig aufpassen. Also wenn die mit HE auf euch schießen tut, dann ist auch Ende im Gelände eventuell, weil die Z39 hat auch nur 18.620 Leben, also das ist auch nicht sehr viel. Also wenn man da eine ordentliche Schelle kassiert, dann ist da auch ruckzuck Feierabend. Wir haben jetzt schon drei Schiffe verloren, das wird knapp. Wie gesagt, und spielt auch nicht auf Damage, spielt immer schön auf Gewinn, damit ihr die Matches gewinnt, damit ihr grüne XP farmen könnt, damit ihr einfach so schnell wie möglich halt auch ein neues Premium-Schiff mit globale EP euch holen könnt. Dann macht das Ganze auch viel mehr Sinn. Ja, die Ben sind jetzt gerade ein bisschen extrem aggressiv, also so nah ran muss er zum Beispiel überhaupt nicht fahren. Er wäre auch besser dran, wenn er einen Zerstörer machen würde mit einem Amerikaner, weil dazu sind halt die Amerikaner einfach da, um als Hauptziel Zerstörer zu machen und nicht um Schlachtschiffe zu turben, weil die Nachladezeit von den Amerikanern einfach viel zu hoch ist. Von Torpedos.
So, die Deutschen, das ist so ein bisschen das Mittelmaß von allen beiden. Kann sehr gut turben und kann aber auch recht gut mit Hauptbatterie umgehen, wenn man es gescheit anstellt. Also die T61 und die Z39 ist auf jeden Fall schon schwerer wie alle anderen, wenn man Zerstörer machen möchte, weil da muss man extrem gut mit der Nebelwand arbeiten und mit Sonar. Also das, da ist bei Mars oder so ist es dann schon viel, viel einfacher. Schnell das Cap wieder resetten. Ja, jetzt hat. Ja, das wird knapp. So, gehen wir auf die Colorado. Schmeißen da aber Torps hin. Ich hoffe, dass die jetzt nicht nochmal abdreht. Okay, die Dallas ist auch fast down. Machen wir noch die Benson. Könnte sogar sein, dass die Benson die Torps mitnimmt. Dass wir die Kleinen noch mit rausholen. Jawohl, nice. Gegnerischer Zerstörer versenkt. Ja, und dann noch die Colorado. Nice. Immer noch zwei Kreuzer, noch zwei Schlachter. Vor allen Dingen auch die Zerstörer, das sind eigentlich mit die wichtigsten. Okay, die Aoba ist raus. Die Zerstörer sind, wenn die bis zum Ende drin sind und wirklich safe spielen, so dass man alles spotten kann, dann ist eigentlich schon so gut wie gewonnen. Wenn die Teammates halt mitmachen. Dann ist es auf jeden Fall schon so gut wie gewonnen. Aber müssen auch die Teammates halt dann mitspielen, ne? Also. Aber ihr seht, wir haben jetzt gerade eigentlich schon ganz gut aufgeholt. Und wir haben nicht mal so viel Schaden. Jetzt wird es noch mal knapp. Auch von der Punkte her geht's auf jeden Fall. Versuchen wir noch die Nelson zu turben. Na, seht, die flitzen da los. Also, wie gesagt, das einzigste Problem
ist halt die Hauptbatterie, dass die hinten so ein bisschen blöd ist. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen safe spielen. Also, naja, das ist das, was ich halt immer mein. Einfach reinjodeln bringt halt auch nichts. Und wenn man halt lange überlebt, dann macht man am Ende sogar noch extrem viel Schaden. Und wir mussten uns ja nicht mal irgendwie, sag ich mal, um Schaden streiten. Das haben wir ganz gechillt gemacht und am Ende noch am meisten Schaden mitgemacht. Und wir gewinnen aber trotzdem noch. Also man kann da schon ziemlich viel beeinflussen. Und wenn die Zerstörer das machen würden, was die Nation können, dann würde das so ganz anders aussehen. Man muss aber auch dazu sagen, es könnte auch nach hinten losgehen, dass die Leute, dass man dann noch mehr verliert wie jetzt. Das muss man halt einfach dazu sehen. Aber so im Großen und Ganzen ist die Z39 auf jeden Fall schon ein nices Teil. Also, vor allen Dingen sieht auch sehr schick aus. Ich finde eigentlich, es gibt kein Schiff, was hässlich ausschaut. Auch so von der Tarnung her wird sich eigentlich schon extrem viel Mühe gegeben. Ja, ich sag mal, vielen lieben Dank fürs Anschauen. Ich würde mich mal natürlich über Feedback freuen. Und wenn ihr weiteren Content sehen wollt von World of Warships Legends, dann einfach auf Abonnieren drücken und dann werdet ihr informiert, wenn was Neues erscheint. Der Kanal handelt sich nur um World of Warships Legends. Es wird nichts anderes passieren. Und ich wünsche euch viel Spaß mit der Z39 und viel Spaß mit World of Warships Legends. Vielen Dank fürs Anschauen. Tschö mit Ö. Euer Vinny. Und lasst es euch gut gehen.